Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Fitness und Gesundheit. Ich war da ein Loser, ich war da ein Faulpelz. Mhm. Ich habe mich da nicht richtig fokussiert. Ja, es ist leicht zu sagen, bei der Klausur, der Lehrer war voll der unfaire Typ und der bewertet so streng. Wie zum Beispiel Leute sagen, ja, der hat viel Views, weil er Klicks kauft. Ja, der hat der Rap-Song ist nur gut, weil das wird für den geschrieben. Ja, der hat nur so einen Körper wegen Testo. So, wir haben uns auf ein zweites versammelt. Macher reden nicht immer, aber Macher reden manchmal. Auf ein zweites. Ja. Was geht ab? Heute hier am Sonntag, hier am Worken. Ich bin der Meinung, der Sonntag ist kein freier Tag, ja, sondern der Sonntag, auch wenn sich der Busy, der eigentlich immer hinter der Cam ist, heute freigenommen hat. Ne? Ich glaube, dafür zahlen wir dich nicht aus. Ja, das wird wie bei Mois und Maestro hinten hier. Da ist Spaß. Ich hoffe, der schneidet das so raus im Nachgang, weißt du? Man weiß nie. Nein, auf Quatsch. Jeden Fall auch schönen Gruß an Busy, der Producer hinter dem Ganzen. Also warum die Videos so crispy sind, das ist sein Verschulden. Ja, und auch dann kommen, wenn sie kommen sollen. Ne, genau, aus diszipliniert, genau, macht muss man sein auch Ding, sagen. Macht seinen Job. Sehr, also sehr, der YouTube-Channel kann man auch eigentlich sagen, das hat er geleitet bis hierhin. 100%. Die ganzen Shorts, das ganze Ding, der ist ja auch sehr bewandert da drin. Ne? Ja. Deswegen immer, wenn ihr Fragen habt, Richtung Video, so Geschichten, in Zukunft, wenn wir euch den Mehrwert liefern, euch auch da ein bisschen weiterhelfen werden, da werden wir in Zukunft mal drauf eingehen, dass auch ein paar Zuschauer auch ein bisschen was davon haben, von unseren Skills, könnt ihr euch gerne dann an Busy wenden. Der wird euch ein paar geile Tricks zeigen zum Video bearbeiten und so. Deswegen sieht alles crispy aus hier. Also schönen Gruß an den besten Mann. Schöne Grüße. Ich wollte mit dir ein bisschen über Fitness quatschen. Ja. Ich bin wieder im Fitness drin. Ich habe eine lange Zeit, war ich außerhalb des Gyms, habe trotzdem Sport gemacht. Und wie lange bist du jetzt dabei? Wieder? Ich habe jetzt wieder, seit ein paar Wochen bin ich wieder am Start. Seit ein paar Wochen, okay. Ich habe davor immer meine Jog-Einheiten gemacht. Mhm. Ich mache so Joggen-Mix mit Eigenkörpergewicht. Sprich, ich jogge für eine gewisse Routine, gewisse Zeit, mache dann meine Liegestütze, jogge dann weiter, mache dann meine Kniebeugen, mache weiter. Habe dadurch so eine krasse Fitness bekommen. Also meine Ausdauer ist besser geworden. Jetzt will ich ins Gym für den Look. Zwei bis viermal die Woche und dann den Tagen, wo ich nicht gehe, halt joggen. Ja. Willst du nicht so richtig krass shredded, also nicht richtig krass shredded, aber so ein, guck mal, es gibt, guck mal, man sagt, habe ich aus einem Buch, habe ich das gelesen, man sollte 7 Monate nur Konditionstraining machen erstmal. Geil. Ja, und in gewissen Impulsfrequenzen, im Impulsfrequenzbereich trainieren. Interessant. Weil du somit, also wenn du in diesen Bereichen trainierst, ne, mit gewissen Pausen und so weiter und so fort, dann brauchst du auch dementsprechend eine Uhr, um das, ne, um das zu tracken, dann baust du gezielt Fett ab. Weil viele wissen gar nicht, wenn die joggen gehen, wenn die Stepper und so weiter und so fort machen, okay, was bauen die gerade ab? Bauen die Fett ab? Oder was? Bauen die Glucose ab? Ne? Man sagt auch, wenn du dich nach dem Sport sehr, sehr hungrig fühlst, beispielsweise, ne, dann hast du nicht wirklich Fett abgebaut, sondern eher Glucose. Interessant. Was du aber brauchst für die Energie und so weiter und so fort. Und wenn du am nächsten Tag, wenn du aufstehst, fühlst du dich fit oder eher müde? Das sagt auch viel aus, wie du trainierst. Also es gibt ja auch einen Unterschied zwischen Fitness und Gesundheit. Sehr interessant, sehr interessanter Aspekt auf jeden Fall. Was ich meine? Was würdest du einem Anfänger jetzt empfehlen, sagen wir mal ein 18-Jähriger, der das jetzt guckt und sagen wir mal ein bisschen übergewichtig ist und Bock hat, so abzunehmen, seinen Look zu verbessern, den Lebensbereich zu starten, Gesundheit für Stay Improved. Würdest du dem sagen, der soll erstmal nur joggen gehen oder direkt ins Gym? Was würdest du dem empfehlen? Also erstmal braucht er das richtige Mindset, dass er wirklich will. Er muss es wirklich wollen. Also das Mindset ist das A und O. Ja. Und ja, wenn er übergewichtig ist, sollte er erstmal gucken, natürlich, dass er sich immer, also nicht zu viel vornehmen möchte. Ne? Also da musst du Step by Step ran. Ne? Du fängst dann vielleicht mit der Ernährung an, dass du dich da erstmal so ein bisschen reinfuchst, ja, und erstmal vielleicht lernst überhaupt, was ist überhaupt gesund, was ist ungesund. Genau. Ne? Dich ein bisschen damit so befasst. Da gibt es auf YouTube gibt's da etliche Videos für. Auch auf unserem Channel findet ihr da bestimmt auch richtig, viele Sachen über die Ernährung. Genau, also du kriegst erstmal deine Ernährung so ein Stück weit erstmal
in Ordnung und dann kannst du halt eben anfangen, wie ich gesagt habe, erstmal Kondition aufbauen. Ne? Cardio. Cardio zum Beispiel richtig, ne? Dass du dann auch ja, gezielt dann auch Fett wirklich abbaust und nicht irgendwie Muskelmasse oder halt eben das Glucose, was man eigentlich auch braucht. Junkfood vermeiden. Ich glaube immer ganz einfach ist es, für mich, ich hatte früher immer ein Problem mit Fanta, Cola, so Geschichten, Sprite, das Zeug schmeckt halt, deswegen holt man sich, das ist vollgeballert mit Zucker, gibt es an jeder Tankstelle, gibt es in jedem Kiosk, hat auch einen Grund, ist sehr billig produziert. Und deswegen ist der erste Tipp auch immer, erstmal alles eliminieren an Getränken, die keinen Mehrwert für dich haben. Also Kaffee, schwarz, sollte man auch nicht übertreiben. Aber wenn du da keinen Zucker, keine Milch reinballerst, ist es wirklich ja auch fördernd für deinen Alltag, weil du mehr Energie hast. Ne? Ja. Wasser, brauchen wir nicht drüber reden. Also ja, also das ist halt eben, du musst halt eben die Dinge ersetzen. Ne? Genau. Also Alternativen schaffen, weil dieses komplett auf etwas zu verzichten, Das bringt in der Regel förderlich, ne? Ziehst du vielleicht für ein paar Wochen durch, für ein paar Monate durch, aber dann fängst du wieder damit an. Ne? Wenn du irgendwas Langfristiges wirklich aufbauen möchtest, dann musst du halt immer Alternativen haben. Ne? Klar. Gibt es so viele Alternativen zu Zucker zum Beispiel? Gibt es da Honig zum Beispiel? Sehr schön. Klar, guck, dass ihr guten Honig habt, weil der meiste Honig in den Läden ist einfach nur Zuckersirup. Mm. Da gab es ja sogar einen Skandal, da gibt es auch was bei Netflix, ganz krank, was sie mit Honig gemacht haben. Die haben irgendwie die Lizenz aufgekauft, dass sie etwas Honig nennen dürfen, was kein Honig ist. Die haben quasi Honig patentiert, damit ihr auch mal seht, wie dreckig auch Business sein kann. Mm. Und verkaufen uns in Läden Zuckersirup, packen da eine Biene drauf, das ist gar kein Honig. Ja. Ja. So ein bisschen Aroma für, ne, dass es auch so riecht und so ein bisschen schmeckt. Ne? Deswegen holt euch guten Honig bei dem Imker eures Vertrauens. Ja, da gibt es wirklich geile Sachen. Bislam hat uns auch mal so einen richtig freshen Honig aus den Bergen mal mitgebracht. So, ja, Mann. Da bei sich aus der Ecke. Und du merkst, es ist ja schon fast wie so ein Arzneimittel dann schon. So, ne? Das tut wirklich gut im Tee. Ja. Und wenn ihr das dann auch wirklich mal macht, so, ne, also wirklich auf eure Ernährung achtet, dann merkt ihr auch, wie gut ihr euch auch fühlt. Ne? Nicht mehr so müde, nicht mehr so träge. Genau. Ihr seht besser aus, frischer aus, die Haut wird reiner. Also das hat wirklich nur Vorteile. Ihr denkt doch positiver. Das heißt auch nicht, dass ihr jetzt irgendwie nicht mal irgendwie, keine Ahnung, mal zu Subway gehen könnt, obwohl Subway gar nicht mal so ungesund ist, ne? Du hast gesagt, Subway bringt die Sommerform, habe ich gesehen. Ja, auf Gag, ne? Ja, so, ja. Weil ich da davor, aber hatte sagen, ich da vier Subs, hatte ich da gepostet. Ja, 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 ja. Vier Subs und dann halt eben so eine Form wie sich. Das war halt eben so ein bisschen... Aber von allen Junkfood-Optionen, was würdest du sagen, ist die gesündeste? Wenn du jetzt, du hast Burger King, du hast McDonald's, Döner, Subway. Ja. Ich glaube Döner. Döner, ne? Ja, also ich glaube, Subway ist auch nicht so wirklich gesund, weil da hast du halt eben auch nur mal, es kommt auch darauf an, wie du das Ganze belegst natürlich, ne? Aber ich glaube, das Brot ist halt eben sehr ungesund bei Subway, natürlich. Die Soßen und halt eben das Fleisch, glaube ich, ne? Ich weiß jetzt ob nicht. Ob das überhaupt echtes Fleisch ist, muss man da auch die Frage stellen, ne? Ich habe gehört, beim Thunfisch, der ist nicht echt, also da kam irgendwas raus, dass bei Subway tatsächlich die keinen echten Thunfisch verkaufen, da ist kein Fisch drin. Also das merkst du auch, also das ist auch, ich glaube, da arbeiten die auch viel mit Geschmacksverstärkern. Ja, klar. Weil das auch so gut schmeckt. Bei dem Döner halt eben hast du, klar, musst du auch gucken, woher ist das Fleisch. Aber wenn du jetzt zu einem guten Dönerladen gehst, der gutes Fleisch hat, dann hast du da auch meist in der Regel weniger Fett drin, eine gute Carbs. Mhm. Der Salat oder das Gemüse ist im besten Fall auch frisch. Genau. Dann ist das Einzige das Brot, was dann wirklich, sage ich mal, nicht so gesund ist. Und vielleicht die Soße, aber da kannst du auch, Tzatziki ist ja eigentlich in der Regel nur Joghurt mit ein bisschen Kräuter. Genau, was eigentlich dann auch gesund ist, ne? Genau. Deswegen würde ich schon sagen Döner, Und selbst kochen ist die Option auch, ne? Ich meine, manche wohnen zu Hause, man kocht dann halt das, was Mama macht, ne? Aber für die jetzt vielleicht allein leben oder Studenten oder so in der Richtung, ich habe wirklich bereut, dass ich die ersten Jahre nicht gelernt habe, wie man kocht. Ich war immer so der Einstellung, Frauen müssen kochen und so. Als ich jünger war, so habe ich wirklich früher gedacht. Oder wenn Männer kochen können, das wirkt sehr, sehr attraktiv auf die Frauen. Ja, das wirkt attraktiv auf die Frauen, aber auch unabhängig davon ist auch attraktiver für deinen Lifestyle, weil 100%. Irgendwann kannst du Spaghetti nicht mehr sehen. Man sagt ja echt, die Gangster können nur Spaghetti kochen. Und so habe ich jahrelang gelebt. Also wirklich, Bolognese ist ja einfach. Spaghetti zählt auch nicht als Kochen. Das ist wirklich so leicht. Du machst nur. Aber willst du jetzt sagen, du warst ein echter Gangster gewesen, oder? Ich war ein echter Gangster. Ich konnte nur Spaghetti kochen. Ja. Ich war ein richtiger Street-Dude. Ich habe ja auch den Titel jetzt als NRWs neuer Präsident, seitdem hier der Bruder Knockout gegangen ist. Ne? Ach so, okay, ja. Vielleicht kämpfe ich auch gegen Bösemann, um das wieder zurückzuholen für uns hier NRW. Boah, echt? Du willst gegen Bösemann kämpfen? Ja, aber da muss die Gage stimmen und wir brauchen mehr Reichweite. Also ich bin da schon so businessmäßig und so. Ich würde auch im Face-Off
schreien und so. Ja, ich glaube, ich würde einfach aus Respekt nicht gegen Bösemann kämpfen, nee, weil es ist meine Nationalität, er ist das älter und ich muss, wenn ich in den Ring steige, muss ich so 100% das geben können, was ich geben kann und will. Und wenn ich da ein bisschen eingeschränkt bin aufgrund von solchen Dingen, ja, will ich mich davon nicht beeinflussen lassen. Aber falls ein TikToker ja mal Bock drauf hat, okay, ich habe jetzt keine überkrasse Reichweite oder sonst was. Ne? Jetzt nicht aber, bei TikTok, aber bei Instagram dürfen wir nicht vergessen, wir erreichen 3 Millionen so, Menschen monatlich. Ne? Ja. Ja. Nee, das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Aber ja, falls da jemand irgendwie Bock drauf hat, gegen mich zu kämpfen, ja, ne? Können wir gerne machen. Kommt dran. So, ne? Nee, aber so ein sportliches Event wäre ganz cool. Was wären so Paarungen, die du gern sehen würdest? Wer soll sich boxen? Von Rappern, Influencern? Wo würdest du sagen, das wäre interessant zu sehen? Farid gegen Flair, Alter. Farid gegen Flair wäre so interessant, ne? Ich bin der Meinung, Farid ist fit. Der kann das, aber der wird es nicht machen. Nee, wird er auch nicht machen. Flair auch nicht, weil die haben auch beide schon so viel Geld. Ja, ja. Weißt du das? Und dann noch die zwei so, dann, weißt du, wenn die jetzt ein Mio bekommen würden, okay, dann würden die das aber auch vorher absprechen wahrscheinlich. Würden die vorher im Pool chillen. Ja, ja. Weißt du, und dann würden die dann irgendwas abliefern. So. Aber ich sehe da Farid vorne, bei Farid gegen Flair. Ohne Fitner zu machen, einfach fighttechnisch. Ich sehe das auch so, weil ich glaube auch, also es ist immer schwer zu beurteilen, aber... Klar. Farid kommt ein bisschen flüssiger irgendwie rüber, so auch in seinen Rap-Videos und so merkst du ja. Ja, ne, wie er halt eben seine delivers, Kicks auch, kennst du seine genau, Kicks? Seine Kicks zum Beispiel. Er war ja auch damals Breakdancer gewesen. Stimmt. Ich gehe davon aus, dass er sich auch viel auf Straßen geschlagen hat. Ja, das merkt man ihm an. Aber man kann Flair nicht unterschätzen. Flair hat sich auch viel geboxt. Genau, das wollte ich gerade sagen. Flair hat sich auch viel geboxt. Viel geboxt und also, so als Deutscher hat er sich ja auch... Der hat sich durchgesetzt und in Berlin ist das schwer. Das muss man wirklich ihm lassen. Ja. In Berlin herrscht auch noch viel diese Hierarchie mit diesen Kennex, ihr seid Deutsche und vor allem auf der Straße. Natürlich so. Deswegen, und da hat er ja auch schon, also er deswegen. Unterbricht sogar Arafat, habe ich gesehen in Livestreams. Also viel aus. Also schwierig, also, ne? Aber weißt du, was interessant wäre? Wäre natürlich, ich würde gern sehen, Bösemann gegen Animus. Das wäre interessant, weil ich glaube, Animus wird gegen Manuelsen gewinnen. Aber Animus ist ja noch viel, viel jünger, glaube ich. Viel jünger und fitter, ne? Und dementsprechend noch fitter, ja. Weil ich mag Bösemann jetzt im Ring zu sehen. Ich sag dir das ehrlich, ich finde, er macht eine gute Show. Man muss ihm das lassen. Ja. Und er hat sich bewiesen. Der hat jetzt zweimal stabil gekämpft. Ja. Wir müssen mal eben ganz kurz das Licht hier anmachen, damit ihr uns auch seht. Und ihr uns auch crispy sieht. Das ist immer das Allerwichtigste. Yes. Ne? Die Technik dahinter. Aber mal abgesehen jetzt von diesem Kampfding, wir waren ja gerade beim Fitness. Mhm. Was würdest du Leuten sagen, die sagen, ich möchte im Fitnessbereich sehr groß werden und einen sehr krassen Körper haben und vielleicht Fitnessprogramme verkaufen oder so? Mhm. Und die stellen sich jetzt die Frage, brauche ich dafür Testo? Mhm. Das ab und zu kommt das schon so auf, ploppt das auf. Es gibt immer mal wieder Gerüchte über Fitnessleute. Wir wollen niemandem was anhängen. Ne? Mhm. Und ich wollte dich einfach mal fragen, weil du kennst dich da so ein bisschen besser aus. Ich weiß nicht, woran man erkennt, ob jemand Testo nimmt oder so. Ja. Ich wollte dir einfach mal so ein paar Namen nennen und du mutmaßt nur, es muss nicht wahr sein. Wir werfen niemandem etwas vor, ne? Ob die vielleicht auf Testo sind. Und das wird dann mit Einblendungen geschehen. Ja. Und ich will direkt mal mit jemandem anfangen, dem wir auch Props geben wollen, weil er ein sehr geiles Format hat. Und das ist der Tim Gabel. Ja. Und zwar hatte ich da eine Diskussion mit einem Kollegen, der gesagt hat, der Tim Gabel war früher safe auf Testo. Okay. Tim Gabel verneint das vehement. Tim Gabel sagt auch, dass er jahrelang auch nie einen Eiweißshake getrunken hat. Es gibt ein Video von Tim Gabel, vielleicht kann man das einblenden. Das heißt, mein erster Eiweißshake. Ja, okay. Das war nach Jahren Training. Ne? Ja. Und du hast die Form, glaube ich, von ihm gesehen, ne? Diese Topform, die er da hatte. Ja. Ne? Ja. Würdest du sagen, einer wie Tim Gabel hat jemals Testo genommen? Nein, also muss nicht zwingend sein. Nein. Ich glaube, er hat wirklich eine gute Genetik, kennt sich auch in dem Bereich sehr gut aus, auch wenn es deshalb wirklich auch sehr intelligent ist. Der hat auch sehr viel Wissen, merkt das merkt man auch in den Interviews. Genau. Ist ein Macher. Ist ein Macher, definitiv. Ja. Und nein, also weißt du, wie oft ich angesprochen worden bin, dass ich auf Testo bin, was ich nehme? Ja. Und ich mache daraus einen Spaß manchmal. Manchmal sage ich auch auf ganz ernst, auf ganz ehrlich, nein, ich nehme das nicht. Ja. Aber die Leute glauben mir das dann trotzdem nicht. Ehrlich? Weil die das einfach gar nicht fassen können, dass man wirklich so aussehen kann ohne Testo. Krass. Nee, man darf nicht vergessen. Also wenn du wirklich eine gute Genetik hast, geil und hart trainierst und einfach gut trainierst, über deine Grenzen gehst, ja, konstant bleibst, auf deine Ernährung achtest, dann kannst du sowas erreichen. Die anderen halt eben schneller, ja, und die anderen halt eben vielleicht langsamer, gar keine Frage, aber ich glaube nicht, dass der auf Testo... Also ich glaube, man merkt, wenn jemand auf Testo ist. Ne? Man sagt,
Man sagt, wenn man halt eben richtig fette Brust hat, richtig runde, krasse Schultern hat und aber einen richtig flachen Bauch hat. Markus Rühl? Ja, der ist sowieso auf Testen, das ist ja klar. Ja, aber der geht aber auch offen damit um. Ne? Genau, also ja, ich will damit sagen, du kannst nicht so eine Brust haben, sollte Schultern haben, aber dann so einen flachen Sixpack brauchst. Das macht keinen Sinn. Nein, weil du musst auch viel essen natürlich. Du musst ja auch die Muskeln das geben, was sie brauchen. Das ist ja logisch. Weißt du, daran erkennst du das meist immer. Ne? Wenn wenn jetzt jemand so eine Brust hat und solche Schultern, dann aber auch einen Bauch hat, dann kann man sagen, okay, der muss sich zwingen. Aber weißt du, wie viele ich im Gym sehe, die auf Testo sind, das weiß man einfach auch, die einfach scheiße aussehen dafür, dass sie Testo nehmen sollen. Ehrlich? Ja, natürlich, Mann. Ich dachte mal, Testo ist so dieser... Und ich verstehe auch gar nicht... Du bist so zum Roboter auf Testo. Ja, Bro, Testo ist ja auch nochmal nur ein so ein Ding. Ne? Es gibt ja auch Wachstumshormone, Affenhormone, habe ich auch schon von gehört. Ja. Trebolon und so ein Scheiß. Also es gibt ja sehr, sehr viele Formen. Trebolon auch, und so, ja. Ne, wo du Fett, also wo du gezielt Wasser verlierst und so weiter und so fort. Ne, bei dem anderen Testosteron was du dann nimmst, da wirst du bulliger. Ist auch immer so an. Aber was ich sagen will... Also alle, die Testo nehmen und nicht wirklich irgendwie das Ziel haben, irgendwie auf die Bühne zu gehen, ist das totaler Schwachsinn. Es ist totaler Schwachsinn. Also ich meine, es ist nicht verkehrt, wenn du das jetzt ärztlich und sowas alles machst, ne, dass wenn du dann halt eben wirklich auf die Bühne möchtest, dann kannst du das ja machen, weil du hast halt irgendwie auch einen Beweggrund dafür, einen guten Beweggrund. Obwohl, irgendwann wird es sehr ungesund. Also ich habe letztens von Ronnie Coleman die Doku gesehen. Ja, natürlich, es ist sowieso ungesund. Ja. Ey, deine ganze, guck dir mal Markus Rühl an, guck dir mal Ronnie Coleman. Markus Rühl sagt sogar heute, dass er, weil er damals so exzessiv in diesem Film gewesen ist und das so, es war ja wirklich sein Leben. Er hat es gelebt. So, jetzt, wo er nicht mehr diese Leistung bringen kann, ne, fuck er sich ja voll ab. Natürlich. Er fuckt sich ja voll ab. So. Das ist auch im Training und so. Müsste sie mal seine Trainingsvideos angucken, so, wo er mit so Jüngeren trainiert und so weiter und so fort. Der fuckt sich ab, dass er die Leistung von damals nicht mehr bringen kann. Ne? Ja, und krass. Wenn du halt irgendwann so auf so einem Level gewesen bist, dementsprechend auf natürlich irgendwie Teste und so weiter und so fort, ne, das hat einfach dann danach einfach sehr, sehr schwerwiegende Nachteile. Ja? Wie halt eben wirklich mental, körperlich dann sowieso. Ja. Aber das sagt er ja selber auch alles. Ne? Also meinst du, Testo ist auch oft die Ausrede der nicht so Tüchtigen? Inwiefern? Wie zum Beispiel Leute sagen, ja, der hat viel Views, weil er Klicks kauft. Ja, der hat der Rap-Song ist nur gut, weil das wird für den geschrieben. Ja, der hat nur so einen Körper wegen Testo. Ja. Ja, dann machst du doch auch, wenn das so einfach ist. Ja, ja, das ist auch so. Und jetzt musst du dich reißen, dass wenn du einen guten Körper hast, dass du in der Fitnessbranche dann erfolgreich bist. Das sowieso nicht. Ey, wie viele sehe ich auf Instagram und so weiter und so fort, die einfach einen ganz normalen Körper haben. Und man sieht auf jeden Fall, der geht zum Sport. Ja. Der geht zum Sport, hat irgendwie schon Muskeln und so weiter und so fort. Ne? Aber wo man, und der auch erfolgreich ist, der Ernährungspläne vielleicht anbietet und so weiter und so fort. Oder auch Expertise hat in dem Bereich. Er erfolgreich ist, aber nicht so einen krassen Körper hat. Also hat nichts zu sagen. Das eine hat mit dem anderen nichts wirklich zu tun. Also ob du im Social-Media-Bereich, wenn du auch in Social-Media-Marketing gehen willst und jetzt denkst, okay, ich will den Fitnessbereich abdecken, ist ein vielversprechender Bereich. Der funktioniert auch immer gut. Es gibt immer wieder Wellen, die hoch und runter gehen. Aber denk jetzt nicht, ich baller mir Testo, trainiere 6 Wochen und hau dann einen Ernährungsplan raus und dann bin ich der große Fitness-YouTuber. Also so funktioniert das nicht. Selbst Leute wie Karl S., Tim Gabel, die haben von ihrer Persönlichkeit gelebt. Die haben auch von Fitner und so gelebt. Die haben ja untereinander auch Streits gehabt, Videos. Und allgemein, ich sage immer so, es sieht von außen immer leicht aus, hat Floyd Mayweather mal gesagt. So, von außen sieht alles easy aus, vor der Kamera reden und dies, das und ihr macht das leicht. Jeder, der denkt, dass er interessant genug ist, probiert es gerne aus, so, ne? Aber seid bereit dafür, dass ihr erstmal sehr lange sehen müsst, dass Sachen erstmal nicht ankommen. Ich rede mit so vielen, die sagen, ich will auch Influencing machen. Ne? Und ich habe auch schon manchen Leuten Tipps gegeben. Dann sage ich denen, ja komm, poste mal jetzt eine Woche kontinuierlich diesen Content. Ja. Man macht mit den Contentplänen, so sollst du das Ganze penetrieren, so sollst du auf den Markt kommen. Und die posten einfach nicht. Die posten das erste Video, es hat 200 Likes, das ist denen zu wenig, so weißt du. Ja. 200 ist sogar gut, manche haben 20 Likes oder so, das ist denen zu wenig. Und dann kommen die über diesen Cringe-Faktor nicht rüber, dass sie sagen, scheiße, die Leute sehen das, ich habe keine Views. Sobald du das überwindest, wirst du Früchte tragen und auch viral gehen mit Clips, was wir alle schon gemacht haben. So. Ja, du bist auch ein gutes Beispiel auf TikTok. Genau, hast du ja auch schon. Du wurdest ja auch sehr oft kritisiert oder auch die Kommentare, die natürlich, du hast. Damit natürlich. Musst du erstmal klarkommen. So. Ja, und wenn man ehrlich ist, der Selbstwert von einem selber
hängt auch sehr, sehr viel von dem, was andere sagen, ab. Na klar. Es ist so. Es ist einfach wie du so. Wie du es aufnimmst. Wenn dir fünf Leute sagen, ey, du siehst scheiße aus heute, ja, dann wirst du das nachher auch irgendwie glauben. Du guckst in den Spiegel und sagst, ja, okay, aber heute habe ich wirklich ich sollte fresher sein. So, es hängt auch davon einfach ab. Ne? Und, aber du hast trotzdem weitergemacht. Hast deine 3.000, 4.000 Kanäle verloren? Ich habe viele Videos, die viral gegangen sind. Ich habe einen Zweitkanal, der auch sehr kontrovers viral gegangen ist. Aber bei mir ist es so, also auch an alle, die Hate-Kommentare schreiben, ich lache mich oft kaputt, weil ich habe halt diesen Humor. Und zweitens ist es so, für mich ist es so, 10 Leute sehen dein Video, 3 lieben es, 3 hassen es. Ja, sicher. Ja, und der Rest, die 4 Leute, sind so, mal gucken. Ja, aber ist doch wer mehr Spaß hat auf der Seite. Es ist doch scheiße, weil die dich lieben, die genau bleiben bei und dir. Genau, und für die machst du das. Ja? Und das ist das für jeden kleinen Content-Creator. Mach einfach. So, mach erstmal einfach deine Videos. Mach dir vorher Gedanken. Verbrenn dich nicht, übertreib nicht. Ne? Aber mach einfach. Und wenn du Hate kriegst und viele Leute kommentieren, dass das scheiße ist, das ist das Beste, was dir passieren kann, weil du löst eine Emotion aus. Wie viele Videos schreibst du gar nichts drunter, weil juckt mich nicht. Ja. Weißt du? Du kriegst eine Reaktion auf Schön, David sagt auch so, wenn die einen Clip rausgebracht hat und keine negativen Kommentare bekommen hat, also dann war die nervös gewesen. Die so, wie, bin ich gerade nicht mehr irgendwie interessant oder so. So, weiß ich meine, also das heißt, also wie sagt man? Auffall um jeden Preis. Neid ist die größte Anerkennung in Deutschland. Ist die größte Anerkennung, richtig, ja. Neid ist eine Anerkennung. Hate ist eine Anerkennung. Die schönsten Komplimente sind, habt ihr gekauft, Klicks. Jo. Das ist so ein krasses Kompliment, weil das ist so, oh, okay, du kannst es nicht fassen. Nee. So, weißt du, was ich meine? Richtig, ja. Und Testo ist wahrscheinlich auch, also für dich muss ja auch sein, wow, die denken, ich bin auf Testo, dabei trainiere ich die ganze Aber Zeit. Aber das wirkt mich gar nicht so, weißt du? Ne? Weil in dem Falle, Bruder, weiß ich ganz genau, so, dass, so, mich, so sollen die noch denken, was sie wollen, so. Ich sehe eigentlich jedes Jahr sich top aus. Und wenn du jahrelang auf Testo bist, das siehst du auch an deiner Haut, ne? So, also auch im Gesicht und so weiter. Also klar, ich habe auch so ein paar Pickelchen hinten, so. So ist es nicht. Vielleicht auch deswegen werde ich angesprochen, keine Ahnung. Ja. Ne? Nee, aber das... ich denke mal so, die Leute haben immer eine Rechtfertigung für das eigene Versagen. Und das ist auch nicht etwas, wir reden nicht von oben herab. Das ist menschlich. Ja, es ist leichter zu sagen, ja, der hat das nur geschafft, weil seine Eltern waren reich und deswegen. Oder der hat es nur geschafft, weil der ist halt so eine Art von Typ, der schafft das halt und deswegen haben alle Mitleid mit denen und deswegen feiern alle seine Videos. Also diese Rechtfertigungen sind halt einfach, weil am Ende des Tages, wenn du das wie eine Competition siehst, wenn du deine Woche jetzt siehst, wenn dieser Podcast herauskommt, der kommt am Mittwoch heraus, guck einfach mal, wie hast du bis jetzt Mittwoch die Woche verbracht. Bist du stolz, wie du deinen Tag verbracht hast? Jetzt ist 18 Uhr. Bist du stolz? Hast du bis 18 Uhr wirklich die Dinge getan, die dich weiterbringen? Mhm. Oder hinkst du wieder nur vor dem PC? Ja. Hinkst du wieder nur, keine Ahnung, irgendwo in einer Ecke mit einem Bierchen in der Hand? Vielleicht noch am schlimmsten, weil das Wetter so schön ist. Mhm. Ne? Das ist deine Entscheidung gewesen. Es ist auch, guck mal, ich meine, es macht ja auch erstmal, guck mal, viele denken sich, okay, es geht ja um das Dopamin. Weil alles, was wir tun, machen wir aus einer... wir wollen alle eine bestimmte Emotion, ja, und zwar Freude und ne, dieses Glücklichsein und so Natürlich. Weiter. Weil alles, was wir tun, passiert meist, oder wir Menschen versuchen immer, auch vielleicht unterbewusst, ja, wie auch immer, Schmerz zu vermeiden und zu Freude zu gelangen. Ne? Das ist einfach so. Und wenn du, also wir wollen alle diesen Dopaminkick, weil das einfach schön ist. Deswegen hören wir alle Musik. Ja, oder was gibt's noch? Deswegen was gehen Leute feiern, wir hören Musik, feiern, deswegen nehmen Leute Drogen. Trinken Alkohol und so weiter und so fort, genau richtig. So, und natürlich haben wir auch nicht immer in den Dingen Spaß gehabt, ja, oder dieses, ich meine, das ist ja so viel, was wir jetzt gerade machen. Ja. Ne? Es ist jetzt, also man denkt, okay, wir machen nicht viel, ne? Aber wir machen schon viel. Natürlich, ne? Oder natürlich. Versuchen halt eben vieles gerade anzugehen. Wir müssen vieles aber aufbauen, was halt jetzt in der Zukunft halt noch auf die Leute zukommen wird. Aber ein wichtiger Punkt ist, was ich einfach nur sagen möchte, du wirst nicht immer diesen Spaß haben und du sollst auch nicht immer nur an das Endziel denken. Nicht immer nur an das Endziel denken, weil wenn du dann das Ziel erreicht hast, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber es gibt so ein richtig cooles Video auf YouTube, da wird das sehr, sehr wissenschaftlich erklärt, wie das mit dem Dopamin ist und so weiter und so fort. Warum dann Leute auch nicht die Motivation weiterhalten, nachdem wir das Ziel erreicht haben, weiterzumachen. Ja, weil dann fühlen die sich erstmal leer. So, weißt du, es kommt kein, ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber wenn du währenddessen du das machst, ja, diesen Dopamin-Kick bekommst, dann bist du schon sehr, sehr vielen Leuten voraus.
Das, ich rede auch jetzt gerade aus Erfahrung im Sport. Meinst du, ich habe jeden Tag Bock, zum Sport zu gehen? Natürlich nicht. Nein, aber ich weiß, wenn ich jetzt diese Schritte mache, den Step und dann auch während der Gym und so, fühle ich mich schon dabei gut und entwickelt schon dieses 100%, Dopamin. 100%. Weißt du? Und nicht, okay, ich werde dann ja. einen Körper haben. So scheiß mal drauf. So, du, also der Weg ist das der Ziel, sagt man ja auch. Der Weg ist das Ziel und viele wollen, sehr viele Leute sagen, ich will ein großer YouTuber werden. Ich will ein großer Fitnessmann werden. Du willst das nicht werden. Du willst einfach schon die Lorbeeren ernten von diesen Leuten. Das habe ich auch bei vielen. Sei es schon. Ja, aber sehr viele Leute sagen, ja, ich will auch viral gehen auf TikTok oder so. Nein, du willst das nicht. Du willst Fame sein und dass alle Leute dir sagen, krass, du bist viral gegangen. Weil viral zu gehen auf einer Plattform bedeutet, jeden Tag Videos raushauen, jeden Tag dir was auszudenken, über den Cringe hinaus dich zu überwinden und trotzdem den Content rauszubringen. Ein krasser Fitnessmann zu sein, heißt jeden Tag ins Gym zu gehen, auch wenn du down bist, auch wenn es dir scheiße geht, auch wenn es regnet auf dem Weg ins Gym, auch wenn dein Auto kaputt geht, auch wenn du überhaupt gar keine Lust hast und eigentlich nur sitzen willst und auf Netflix dir irgendwas reinfahren willst. Du musst und lernen, es zu lieben. Genau, das, was du hast, lieben. Genau, das sagt doch Mike Tyson sagt das. You gotta do things that you hate like you love them. Ja. Du musst Dinge tun, die du hast, als würdest du sie lieben. Ja, und wenn du das schaffst, wenn man das schafft, dann wirst du auch langfristig in dem, was du dann auch tust, 100%. Erfolgreich. Ja, das ist einfach Das so. Ist bei allem so. Und das ist etwas, wirklich diese Essenz, warum Leute das auch nicht gerne hören, wenn man denen sagt, du kannst alles schaffen, was du willst. Weil dieses, du kannst alles schaffen, was du willst, bezieht sich auf die Menschen und deren Entscheidungen. Und das tut weh. Weil wenn ich dir sage, du hättest das schaffen können, du hast nur das nicht beachtet, das nicht beachtet, das nicht beachtet, das tut weh. Weil du musst dir eingestehen, ich war da schwach. Ich war da ein Loser. Ich war da ein Faulpelz. Ich habe mich da nicht richtig fokussiert. Ja, es ist leicht zu sagen, bei der Klausur, der Lehrer war voll der unfaire Typ und der bewertet so streng. Oder zu sagen, ich habe nicht genug gelernt. Ja. So, weißt du? Oder der Lehrer war wirklich vielleicht ein Wichser, aber dann hättest du das vielleicht anders angehen können oder du machst es dann dementsprechend besser. Ne? So, dass es irgendwie so. Ey, dein Lehrer kann ein Wichser sein, wenn du 100% im Test hast, hast du 100%. Dein Lehrer kann dich bis auf den Tod hassen, wenn die Antwort richtig ist, textbuchgerecht richtig, dann ist sie richtig. Da kann mir jeder noch so viel erzählen. Ich bin nicht der irgendwie Lehrer verteidigt oder Schulsystem oder so. Da gibt es viele Unfairheiten, vor allem bei mündlichen Noten und so Geschichten. Ja. Aber auch viele von euch quatschen im Unterricht. Ich habe früher mal gequatscht und habe gesagt, die Lehrer sind unfair. Bro, du störst den Unterricht, sei einfach leise. Dankeschön, es ist oft du selber. Also es, in den meisten Fällen, wenn du wirklich guckst, hättest du das nicht gemacht, wäre das nicht passiert. Ja. So. Ja, ja. Aber es ist halt eben so dieses, ne, dieses andere die Schuld geben und Ausrede finden. Dadurch fühlst du dich wieder einfach selber besser, gut. Du ne, fühlst besser, dich gut. Und deswegen sind wir dagegen bei Stay Improved. Und deswegen Stay Improved ist Eigenverantwortung. Du möchtest dich verbessern in den Lebensbereichen Gesundheit, Business und Mindset. Dann mach auch die Dinge, die dir gesagt werden, ja? Hol dir das Wissen von uns, hol dir das Wissen aus dem Internet. Es geht auch nicht darum, dass man sagt, holt nur unsere Sachen, guckt nur unsere Sachen. Es gibt genug Interviews, es gibt genug Programme, es gibt genug Kurse, die es kostenlos im Internet gibt. Hol dir die Informationen. Das Problem ist, 90% der Leute schauen den Podcast, stimmen uns bei allem zu, aber machen keine Aktion. Nichts, ja. Der geht nicht morgens ins Gym und meldet sich an. Der meldet sich nicht beim Boxen an, wie in einem anderen Podcast besprochen. Der holt sich nicht die Bücher, die man empfiehlt. Ja, der macht das nicht. Zu schwach. Du gehst nicht in die Aktion, oder? Man will es auch nicht wirklich dann, ne? Also, man will es auch nicht. Und es geht dann auch einen einfach zu gut anscheinend, so. Weißt du, ich meine? Ey, weißt du, wie oft ich mir manchmal auch gedacht habe, ey, weil ich habe immer Bücher gelesen, dass die und die Leute haben so viel Scheiße gefressen, die mussten durch so harte Prozesse gehen, durch so ein hartes Leben und wurden deshalb halt eben, weil die da nie wieder hin wollten, wurden die halt eben so erfolgreich, wo ich mir dachte, ey, ich wurde hier geboren, ich habe eigentlich alles, was ich wollte, immer bekommen, mir geht's gut, ich bin gesund und so weiter und so fort. Ey, so, ich muss mal auch durch Scheiße gehen oder natürlich, so, weißt du, ich meine, natürlich. Hab ich mir oft gedacht. Aber ich kannst du ja, du kannst dich selber durch Scheiße bringen lassen, indem du harte Trainingseinheiten machst, indem du schwierige Sachen lernst, indem du dir neue Herausforderungen gibst. Du musst dich selbst stressen. Ja. Du kannst nicht Chili-Mili machen, vor allem wenn du jung bist. Vor allem wenn du jetzt 18, 19 bist. Ja. Und einfach, weißt du, wie viel Energie du hast? So, weißt du? Und einfach mal, seid mal dankbar lieber für die Dinge. Aber nicht zufrieden mit dem, was ihr vielleicht habt. So, ne? Genau. Das ist wichtig. Bleib unzufrieden, Dankbarkeit
ist der Motor deiner Motivation, aber Zufriedenheit ist der Killer deiner Träume. 100%. Sei ruhig unzufrieden. Guck dir deine Bude an und sag, die ist mir zu klein. Sei dankbar, dass du eine Bude hast, aber sag, ich hätte gerne eine größere. Ja, weil das wird deine Motivation wie Öl. Wie Öl in einem Auto wird das fungieren. Ja. Genau so wird das funktionieren. 100%, und das ist einfach alles, was wir... Ja. Dafür sind wir da. Das ist die Kunst der Motivation. Ja. Ich möchte, dass ein, zwei Leute nach diesem Video sich sagen, ich gehe morgen ins Gym, weil ich habe gesehen, Daniel hat gesagt, man soll ins Gym gehen, langsam anfangen. Richtig, und ich werde konditioniert.